Konzert vom großen Walzermusiker Johann Strauss mit der Ouvertüre von der Operette Die Fledermaus für das Ensemble unter der Direktion von Jean Weimarskirch der Flair von den traditionellen Wiener Naioskonzerten auf Schöfflingen und Salle Grand Duc-Jean-Brucht. Die Fledermaus ist an der Zeit von der goldenen Operetten-Ära als eine von den bekanntesten Strauss-Operetten. Sie vermittelt Fried und Lebenslust, und das soll auch heute noch heute Fall sein. Begeisterung und Glückseligkeit ist bei der Polka Mazurka statt ein Land zu verspüren, den wir nur hören. 1867 ist der Johann Strauss zu London für eine Reihe von Promenadenkonzerten engagiert worden. Zurück zu Wien komponiert hier das Polka, sie soll den Kontrast zwischen dem Land und Stadt leben, zurückspiegeln. Es klingt erstaunlich wienerisch, viel Spaß beim Kammerorchester Les Solistes de Luxembourg. Als der Strauss 1870 definitiv an Clara für den Operettenkomponisten gewesen. Sein großer Konkurrent war der Jacques Offenbach. Auf hier am Offenbach zu konkurrieren, wird ein Cancan-Miste geschrieben. Der Strauss schreibt allerdings eine Schnellpolka, viermal der Zeitschritt zu halten. 1871 am Wiener Volksgarten als die Uhr abgefeuert ging. Haut gespielt von den OP-Elfren. Anschließend hören wir Polka Mazur aus der Ferne. Das ist sozusagen ein musikalischer Gruß von Johann und Josef Strauss, die alle beide auf einer Russlandreise NRW waren, der schwere Kranken Pepi und seiner Frau Caroline, die zu Wien zurückgeblieben ist, verlängert. In Herbfuhr verzweifelte Melancholie, aber auch strenge Rhythmen und eindrucksvolle Melodien kennzeichnen das Werk. Um Sturmschritt an aus der Ferne typisch, aber auch unterschiedliche Strauss-Melodien hier zu genießen. Thank you.
Ich fand den Johann Strauss als ein Freund. Das ist doch wahrscheinlich noch mehr wie den Tschaikowski und den Dvorak. Nein, die, die sind alle gut in zusammen an der Wirtschaft. Okay. Dann war die Zeit schon so wie hart. Die passen eigentlich ganz gut auf Schöffling. Das wollte ich. Ich tue mir da so, die Damen und Herren. Die Freunde alle gut. Und ich meine, wir haben den Ofen ganz flott und einen ganz gefälligen Ofen erlebt. Wir haben Johann Strauss und seine Freunde. Ich meine, um Applaus. Haben wir alle gut gemerkt, dass es uns alle gut ist. Gefallen hat, das war qualitativ hochwertig. Dafür meine Felicitationen, mein Merci und Soliste Luxembourg unter der Direktion von Jean-No Weimerskirch. Sie sind eigentlich responsable, dass es so flott war. Das war Strauss zur Zeit gemäht. Also Tschaikowski hat vorgeschlagen, sei noch, aber das ist nur, was du sie müssen, hier auf das Parkett bringen. Und das ist ihnen eigentlich ganz gut gelungen. Jean-No war ja, das ist nicht für dich. Als Schöffling. Nee, also das ist schon mal ein Feldkopf.